Auch wenn das jetzt, glaube ich, nur 10 Punkte waren oder so, die ich das jetzt gesteigert habe. Es hat auf jeden Fall meine Grundbalance ziemlich stark gesteigert. Okay, da ist wieder einer mit einem Schwert. Wow. Ich wünschte, es würde auch meine Dings steigern. Meine Schnelligkeit. So. Ja, da opfert sich gerade einer. Der Ritter. Au. So, ich renne mal ein dezentes Stück weg. Das, da hat mir gerade der weiße Ritter das Leben gerettet. Nein, nicht gut. Ey. Au. Und wieder ist die Gang hinter mir her. Einfach kurzes Lois Schild. Ernsthaft, du? Willst du mich ärgern? So. Bevor der König kommt, wieder weg hier. Zwei oder drei Durchgänge dürften noch mit drin sein. Also ja, man merkt, die extra Ausdauer bringt schon was. Wir können zwar immer noch nur dreimal schwer zustechen, aber sie bringt was. Wir können öfter wegrennen und wegrollen. Und abwärts. Und ich finde es echt toll, dass ich herausgefunden habe, dass man in Dark Souls 2 auch die Tastenbelegung der Maus ändern kann. Die Spielart mit rechter Maustaste schwerer Angriff, die ich von Dark Souls 1 gewohnt bin, ist nämlich wirklich um einiges angenehmer. Als die Doppelklick-Aggro-Action. Boah. Gut. Hilfe, Jungs.
Wäre echt nett. Eine verkohlte neue Rüstung bringt uns nichts. Durch die Feuerwalze ist auch nicht hilfreich. Also ja. Im Augenblick kein richtiges Dropglück, was die Leuchtszenen angeht. Hier liegt auch nichts im Nebel rum. Also wieder wegporten. Ihr seht, die Drop-Wahrscheinlichkeit von Leuchtszenen ist wirklich gering. Also ich denke mal, wir werden 1 Million Seelen mindestens zusammen haben, bis wir genügend Leuchtszenen zusammen haben. Aber wie gesagt, das meiste Farming möchte ich euch dann ersparen. Das mache ich dann so sporadisch, wenn ich Lust dazu habe, bis zur nächsten Aufnahmesession. Aber ja, Dark Souls 2 endet, nähert sich dann auch langsam dem Ende. Wir haben ja nur noch dieses DLC und dann noch ein paar Zusatzsachen, bevor wir zum Endboss kommen. Wobei die Zusatzsachen eher gering sind. Au. Und ja, vielleicht habe ich mir bis Dark Souls 3 mal abgewöhnt, jedes Mal out zu sagen, wenn ich getroffen werde. Au, ein Gegenstand. Aber nur ein großes Schwert. Zwei von denen. Okay. Ich habe langsam keine Übersicht mehr, wer mich angreift und wer nicht. Ich schätze mal, mich greifen gerade alle an. Oh, ja. Weg mit dem. Oh, ein Gegenstand. Nein, keine Leuchtseele. Wäre ja auch zu nett gewesen. Oh, die könnten mich jetzt noch töten, wenn ich nicht aufpasse.
Ah, eine Leuchtseele wenigstens. So, das heißt noch einen Durchgang und dann gibt's einen Cut. Und ich glaube, ich spare mir dann auch das nach Majula zurückreisen. I love Opai. Ja, manche Namen sind echt makaber. So, ab durch den Nebel. Doing, wir landen. Knöpfen uns gleich den ersten Ritter vor. Verkote Leusgammaschen. Wieder drei Hämmerbrüder. So. Wow. Das ist jetzt hier wieder Massenkeilerei. Mhm. Ja, in der Mitte haben sie jemanden, der verwundet wirkt. Der da ist jetzt aber auch angeschlagen. So wie ich. So, der ist weg. Du bist weg. Ja. So, zwei zum Preis von einem ist auch nicht schlecht. Das Blöde bei denen ist halt immer, wenn sie ihren Schild vor sich halten. So, kurz gucken, ob hier was rum liegt. Nein, nur ein Blutfleck, den ich berühren könnte. Ja gut, ich lasse euch mal kurz die Sequenz sehen, bevor ich hier abbreche. Ja. Verbrannter weißer König tritt aus den Flammen hervor und wir machen einen Abflug. So. Das heißt, wir haben unglaubliche 7 Leusseelen. Das heißt, 43 fehlen uns noch. Ich gucke aber sicherheitshalber nach, ob es wirklich 50 waren oder ob es nur 40 waren. Aber ich würde mal sagen, mache ich jetzt erstmal hier einen Cut. Ich weiß jetzt nicht mehr nach Majula zurück. Wir haben schon wieder 120.000 Seelen. Also, bis gleich, wenn ich mit dem Farmen fertig bin. Tschüss.